So, dann tausche ich jetzt mal den Jarl ein und lasse die Pibi hier. Nee, das ist... Achso, warte mal, hier sind ja auch nochmal Nachrichten. Reaktion mehrerer Einsätze, Planet World, Reorganisation erfolgreich, politische Geografie aktualisiert, wichtige... Ja, bla bla bla. Vorschläge zu aktuellen Plänen, Familienglück am Meer. Das ist irgendwie, also ich weiß auch nicht. Jetzt irgendwie so ewig irgendwelche Nachrichten. Die sollen halt einfach, Moment. Wie kann ich es machen? Die sollen halt einfach die Sachen in Gespräche packen, nicht irgendwelche Textfelder. So, Jarl, dann komm du mal mit. Hab ich hier noch irgendwie. Der Angara-Helm sieht eigentlich ziemlich geil aus, aber ist von dem Wert nicht so gut und ich will mir halt auch mal lieber was bauen. Habe ich denn eine Mod dabei? Nee, ich habe nur die komische hier. Mehr Schildleistung, weniger Gesundheit. Das passt, das passt, das passt. Und bei den Waffen... habe ich noch eine Mod vielleicht für die Shotgun? Was haben wir denn da? Jede Menge neue Sachen. Wir finden Schaden hoch. Keine Ahnung. Achso, davon habe ich schon eine. Ja, die sind jetzt aber alle nicht so. Sind alle aus derselben Kategorie. Was ist das? Durchschlagsschaden. Nehmen wir das mal rein. Okay. Noch irgendwas? Na, ist sie nicht kalt? Und dann düsen wir hier hin. Zack, dann können wir danach hier das Ding aktivieren. Und wo sind dann noch Sachen? Da ist noch, da sind die Wilderer, da können wir hinbeamen. Hier sind nochmal die Wilderer, können wir auch hinbeamen. Und was ist hier? Cat-Basis auskundschaften. Gut, da müssen wir eh hin. I'm detecting below normal temperatures. Your history is interesting. Blasted to bits. Hier waren wir doch auch schon. Environmental temperatures are within acceptable limits. Turiana! Ein bisschen blöd fänden wir jetzt, wenn das ganze Spiel lang jetzt immer nur die Cat als Gegner sind. Größtenteils. Aber wahrscheinlich ist es größtenteils so. Below normal temperatures.
easy. You okay? Look, I don't know what Roek said to make you help us, but he lied. Astra, don't! Shut up! Roek's a smuggler from Kadara. We all are. Flew here when we heard the Kett were picking off villages. He wants to sell the Ancient Fold map to the highest bidder. It's worth a fortune. Of all the slimy ways to make a few credits... You steal from my people after they lose everything? I changed my mind, didn't I? So why tell me this? When I got here, when I saw what the Kett did to this place, these people are dealing with enough. They don't need looters taking what little they have left. I want you to take the map to the Resistance where it will do some good. What about Roek? He's not a bad guy, just has bad ideas. When we tell him about this place, he'll see reason. Don't be too hard on him, okay? Just take the map to the Resistance. A guy like that isn't worth my time. I'll make sure this map gets into the right hands. Good. Clears my conscience. Thank you. I know better than to argue with Astra. Go ahead and take it. Mein Gott, wie gut das wäre, wenn jedes Gespräch so laufen würde. Das ist ja, ich meine, es sind dieselben Sätze und alles. Aber es wirkt einfach anders. Es lässt die Figuren anders, präsenter erscheinen. Das macht dann doch den Unterschied aus. Es wirkt so viel hochwertiger, wenn die vernünftig aufgezeichnet sind in den Gesprächssituationen. Jetzt fahren wir da mal hin, holen uns den noch. Und... Und danach gucken wir mal weiter. Drak, why would anyone near the end of their life take a chance joining the initiative? Why would anyone at the start of theirs join up with strangers like us? Besides, who says I'm old? Who says I'm dying? I don't think I said that. You did. I'm certain I didn't. Now you're saying I'm deaf. Ryder. Nope, not getting involved. Hey, you're not wrong, Tal. I am old, but I got a lot of living left. Scheiße, hier ist kein Hochkommen. Wie kommt man da hoch? Oder ist das vielleicht dann so ein Weg hier hinten rum? Aber das sieht hier wirklich so aus, als würde man hier nirgendwo hochkommen können. Vielleicht ist das echt so der letzte Außenposten auf der Seite. Schon arg so aus, als würde man hier nicht durchkommen können. Ja, wo hier könnte es durchgehen? Vielleicht gibt es ja noch eine Abkürzung. Ja, könnte sein, das könnte klappen. So, einfach mal ein bisschen nirgendwo. Ist ja geil. Automated protocols activated. Deploying forward station. Tja, verrückt. Sehen wir mal, ob wir hier hinten durchkommen. I and many others have never known a world without Kett. The resistance fights so our children may one day be free. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Pathfinder. This area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Kett ahead, Pathfinder. I recommend caution. Oh.
Ja, geht doch. Passt. Wow, Remnant took over. Let's check it out. Life support is failing. Steig halt ein. Durchscheint sie nicht zu geben. I call it Drac Surprise. Wait, we've had that before. It tasted quite different. That's the surprise. Also merke, immer schön die Kombinationen durchgehen auf dem Planeten, damit man diese ganzen Gespräche kriegt. I'm reading a severe temperature drop. Right through my suit. But it provides cover for the resistance. And the cold doesn't bother us. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jetzt hier alles war, was man an der Stelle scannen konnte. Dann düsen wir da hinten mal weiter. Keep an eye on your temperature sensors. I'm reading a temperature decrease. Wir sind immer noch hier oben. Das ist ein komisches Licht, was hier reinfällt. So, das ist der Hintergrund. Aber wir sind immer noch hier. Krass. That remnant site will have defenses. Also Jarl ist ja mal einfach echt nur eine Nervensäge, oder? Wie man sie auch ein bisschen zittern hört oder frieren hört. Also sie atmet jetzt anders. Sie hört aber auch gerne nochmal zu. So, hier drin gibt's doch Lebenserhaltung. Ah, der hat ein Scharfschützengewehr, oder? Ja. Temperature is normal. Life support is stable.
Wie geht das eigentlich? Ich meine, das ist doch hier alles offen. Nur weil da so ein bisschen Gebäude ist, heißt doch noch lange nicht, dass hier alles okay ist. I'm detecting below normal temperatures. Na gut, dann wagen wir uns mal runter ins Tal. Into the valley. So, walk to the valley. Temperatures are within acceptable parameters. I'm reading a temperature decrease. Woohoo! What's funny? Just remembering a joke, I know. You won't get it. Try. I want to learn. This is how we get into the Ket Command Center. Okay, also das hier hinten. Das lassen wir jetzt aber erstmal noch ein bisschen links liegen. Bis wir den anderen Schissel erledigt haben. Activating automated forward station deployment. It appears Ket have been here, Pathfinder. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Das war übrigens gerade taktisch das Dümmste, was ich machen konnte. Mich wunderbar einkesseln lassen von beiden Seiten. Ich glaube, das war's. So, hat es sich für irgendwas gelohnt? Ist hier irgendwas? Nö, doch ein Behälter. Naja, jede Menge Mods und so. Wenn ich mir die nächsten Waffen baue, dann kann ich da mal reinschauen. Ich müsste mir dann irgendwann nochmal eine Shotgun bauen, die unendlich Munition hat, wenn ich nochmal so eine Mod finden sollte. Und das war echt sehr angenehm. You know, Jao, you're tougher than you look. And you'll... Okay, da ist noch so eine Station. Smarter than you look, Drac. Stubborn, though. You talk like stubborn and smart aren't the same thing. I like this guy. I detect Ket among the salvage. Looks like the Ket got here before us. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber ich muss ja auch immer direkt reinfahren. Ist ja Logo. Sehr gut, Herr Schneider. Sie haben richtig verstanden, wie es geht. Ist halt auch keine Deckung. That looks like Ket Salvage. Be careful, Ryder. Thank you.
machen wir es halt so. Jetzt wäre ein Scharfschützengewehr gar nicht schlecht. Ich hoffe, die Schilde von denen laden sich nicht so schnell wieder auf. Aber sieht nicht so aus. Komm schon. Ich immer mein Auto zerkratze, ey. Schöner Lack. Da sind aber echt viele. Ach, fuck. Vor allem wahrscheinlich für ein irgendwas Mini-Item. Pathfinder, I detect Ket among the salvage. But there's Ket in there. Ach ja. Ich find's gut, dass wir den Planeten fast durch haben. Also zumindest was so den Entdeckungspart angeht. Dass wir ganz bei den Quests bleiben können. Tut mir leid, es dauert jetzt ein bisschen. Ja, das wäre, wenn ich nicht unendlich Munition hätte, ey. Mano. Ich rufe
dafür habe ich dann den Scharfschützen-Heini dabei. Wenn der Scharfschützen-Heini nicht scharf schützt. Danke, Jarl. Ist ja süß, dass er da in Deckung geht. Oh. Friere, bevor ich die weggehauen kriege. Ernsthaft, mir geht die Lebensenergie runter. Müsste der auf der Seite nicht schon ein bisschen höher stehen, weil er auf den ganzen Leichen seiner anderen Kameraden, die an genau derselben Stelle gestorben sind, steht? Nur so als kleine Zwischenfrage. Hangaran Technology is present in this camp. Scanning will provide more information. Das ist jetzt, alles nicht so gut gelaufen, nicht so gut gelaufen, nicht so gut gelaufen. Ich würde mal sagen, ich mache eine Pause und dann geht es in der nächsten Folge in Ruhe weiter. Also bis dann, ciao.